An einem Fluss gesellte sich ein weiterer Reiter zu Melchior, seinem jungen Gehilfen und Balthasar. Er hieß Kaspar und kam ebenfalls von weit her. Der Sohn einer Dienerin war im ägyptischen Hofe aufgewachsen und aufgrund seines Fleißes und seiner Klugheit in der Sternenkunde ausgebildet worden. Er hatte ebenfalls diesen besonders hellen Stern entdeckt und kannte die Weissagung über ein königliches Kind. Er hatte Gold als Geschenk dabei, so sagt man sich. Zu viert zogen sie nun weiter.